Jo Leute, was geht? Das Jahr 2023 ist vorbei und wie jedes Jahr, beziehungsweise jetzt erst im zweiten Jahr, möchte ich euch auch meine Einnahmen zeigen. Ich weiß, dass das viele große YouTuber und Streamer machen und auch ich als kleiner YouTuber und Streamer will das mit euch immer teilen, weil ich es wichtig finde, weil ich es ja nicht alleine gemacht habe. Klar, ich mache irgendwie den Content, bin für euch da und gebe da mein Bestes, aber ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Und deswegen will ich da auf jeden Fall ganz transparent sein. Es gibt ein paar Sachen, die ich vorab sagen möchte, die mir wichtig sind. Erstens, ich bin quasi ein Kleinunternehmer, bedeutet, ich zahle aktuell noch keine Steuern. Das heißt, das, was ihr hier seht, das sind auch Nettozahlen, nicht so wie bei den ganzen Großen, die da noch Steuern drauf zahlen müssen. Und gerade was YouTube betrifft, mache ich alles selber. Also ich nehme die Videos selber auf, ich habe keinen Cutter, ich habe niemanden, der mir hilft. Ich hatte einen Mod, der mir hier und da mal ein wenig mit den Verlinkungen geholfen hat und nochmal einen Vier-Augen-Check gemacht hat, aber ich nehme die Videos selber auf, ich schneide alles selber, ich mache die Thumbnails selber, ich kümmere mich um den ganzen Social-Kram selber, ich versuche so gut wie jeden Kommentar selber zu lesen und das alles sauber zu halten für euch. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Bei Twitch, da gehen wir gleich auch rein, so wie ich das verstanden habe, darf man die Einnahmen mittlerweile zeigen, deswegen werde ich das auch einfach mal machen. Da auch im Hinterkopf behalten, dass ihr auch ein bisschen schaut, wie viele Stunden ich gestreamt habe. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit YouTube rein. Und da seht ihr auch schon im Dashboard, ich habe die 5000 Abonnenten geknackt. Finde ich sehr cool. Deswegen geht da auf jeden Fall ein mega fettes Danke an euch raus. 5000 war so mein Ziel für dieses Jahr. Und das haben wir pulverisiert. Und wenn wir jetzt einmal in die Analytics gehen und in den Umsatz und dann gesamten Umsatz fürs ganze Jahr 2023, dann sehen wir 2.225 Euro über das ganze Jahr verteilt. Bedeutet ungefähr Monatslohn ein bisschen wie ein Minijob, also oder ein halber Minijob. Und gerade Diablo hat hier zum Jahresende noch natürlich richtig reingeknallt. Aber ist auf jeden Fall gerade so als Hobby ein netter Nebenverdienst, bin ich ehrlich. Das Ganze mit fast 1 Million Aufrufe, also echt nicht schlecht. Und vor allen Dingen 3.200 Abonnenten dieses Jahr gemacht. Darüber freue ich mich eigentlich noch viel mehr als über alles andere. Also wirklich ein wahnsinniger Umsatz, den ich hier mit YouTube dieses Jahr gemacht habe. Das war letztes Jahr, ich kann mich gar nicht hier dran erinnern, ich glaube es war irgendwie unter 1000. Also Umsatz auf jeden Fall auch hochgegangen. Ich denke mal, das ist normal, wenn die Abonnenten steigen und die Aufrufzahlen steigen, steigert sich natürlich auch der Umsatz. Außerdem hat YouTube letzten Monat im November die Änderung an der Werbung vorgenommen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, mir selber auch. Es gibt jetzt sowas wie einen Adblock-Detektor. Ich kann selber nicht mehr einstellen, ob Werbung überspringbar sein soll oder nicht. Ich hatte bislang immer überspringbare Werbung drin am Anfang des Videos, weil mir das wichtig war, weil ich selber hasse, eine Minute Werbung zu gucken, bis ich endlich mal ein Video hier gucken kann. Und ich für meine Zuschauer halt nicht wollte, dass sie erstmal 30 Sekunden bis zu einer Minute Werbung gucken müssen, bevor die mein Video sehen können. Das kann ich jetzt leider selber nicht mehr einstellen. Das hat YouTube alles komplett geändert. Und ja, das bedeutet natürlich am Ende des Monats ein bisschen mehr Geld für mich, aber mehr Werbung für euch. Und ich hasse Werbung, habe ich schon öfter gesagt. Da kann ich leider nichts machen. Da wurden die Richtlinien von YouTube geändert. Schauen wir mal, wie das dann in nächster Zeit wird. Und wenn wir das Ganze uns mal auf Twitch angucken, sehen wir 1800 Dollar. Da muss ich sagen, gehen auch viele Kosten ab für Twitch. Die nehmen bei jeder Auszahlung 5 Dollar. Bedeutet alleine 12 mal 5 sind wir schon bei 70 Dollar, die weggehen für Twitch selber. Und was man ganz doll sagen muss, gemessen an der Streamingzeit von 1600 Stunden, könnt ihr euch ja selber quasi den Stundenlohn ausrechnen. Klar ist das hier keine Arbeit, sondern mein Hobby und es macht mir Spaß. Aber nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, ey, mit Twitch mache ich jetzt das große Geld und ich fange an. Leute, mit jedem Minijob verdient ihr aber mal ganz locker das 12- bis 13-fache wie ich. Also 1600 Stunden gestreamt, 1800 Euro eingenommen. Also Leute, bedenkt, ob ihr das Ganze beruflich machen wollt. Fangt das an als Hobby, so wie ich auch. Wir haben hier zwei Ausschläge, den hier kann ich erklären. Das war der Hot Top Stream. Da gingen die 100 Dollar ja raus an ein Hospiz. Das hatte ich ja gespendet im März. Und nächstes Jahr gibt es ja auch wieder ein Stream für eine gute Sache, wo ich alles spenden werde, was reinkommt. Da werden aber noch Infos folgen. Also da habe ich jetzt noch nichts Genaues im Petto, aber irgendwann Anfang des Jahres, wir haben ja die 3000 Follower geknackt, gibt es einen
Stream für die gute Sache. Und was hier passiert ist, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Also hier ist einmal der Chat komplett ausgeflippt. Ach, ich weiß, was es war. Das war das mit den Locken. Vielleicht kann ich hier gerade mal ein Bild einblenden. Da ging es darum, 200 Subs und der Lou macht sich Locken. War eine Idee von der Community. Deswegen ist hier auch nochmal so ein Ausschlag. Aber ja, das sind die Einnahmen für dieses Jahr. Und mit den restlichen Kanälen mache ich also kein Geld. Also mit Twitch seht ihr selber, 1600 Stunden gestreamt, 1000 Abos fast gemacht und damit 1800 Einnahmen. Wenn wir uns mal Bits angucken, das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich glaube, Bits sind Cheers, oder? Ich bin mir aber auch nicht sicher. Was ich ganz doof finde, sind 140 Dollar Werbung. Und ich weiß nicht, was ich genau zeigen darf, aber ich habe Werbung komplett aus. Das heißt, die 140 Dollar sind komplett von Twitch gemacht worden. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Meine Werbung ist so aus, wie es nur ausgeht. Vielleicht ist für euch noch interessant, was mein stärkstes Video war. Das ist einmal das Duriel-Video gewesen. Das hat 35.000 Aufruf gemacht. Und eine Sache finde ich krass. Das Merlin-Video von Hogwarts Legacy hat 25.000 Aufruf gemacht. Und das Witzige bei dem Video ist, das hat irgendwie im letzten Monat nochmal 2000 gemacht. Also es gibt noch viele, die Hogwarts Legacy spielen. Hier haben wir nochmal Pokémon, das ist von letztem Jahr, von 22. Das hat dieses Jahr 22.000 Aufrufe gemacht. Und danach haben wir Zelda, Tears of Kingdom, Krog-Rätsel erklärt. Also einmal Rätsel Merlin erklärt, einmal Rätsel Zelda erklärt und einmal Tipps für 6 Sterne Raids bei Pokémon. Sind in der Top 4 Videos dieses Jahr, finde ich sehr witzig. Und vor allen Dingen sehr spannend. Und dann haben wir natürlich ganz viel Diablo-Content. Aber ja, das sind so meine erfolgreichsten Videos. Finde ich auch immer ganz spannend. Nochmal ein mega fettes Danke an die Community, an euch. Ohne euch, wie gesagt, wäre das nicht möglich gewesen. Klar, Diablo-Hype war mit dabei, aber ich bringe ja auch viel anderen Stuff. Wir hatten letztens Skull and Bones, wir hatten Lies of Pi, wir hatten Lords of the Fallen. Also, da ist die Resonanz echt cool und ja, macht mir mega viel Spaß. Ich hoffe, 2024 werde ich es immer noch weiter schaffen, Daily Uploads zu machen. Das habe ich ja gar nicht gesagt, stimmt. Ich mache Daily Uploads auf YouTube. Das war mir von Anfang an, seit ich YouTube mache, extrem wichtig, dass ich jeden Tag ein Video mache für YouTube. Mal umfangreicher, mal komplizierter geschnitten, mal labere ich noch nur irgendeinen Unsinn oder sonstiges, aber ich versuche jeden Tag Content für euch zu bringen auf YouTube, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Habe ich auch bis auf in meinem Urlaub auf Rhodos geschafft, da waren mal 2-3 Tage, wo ich kein Video hatte. Da habe ich nicht genug vorproduziert, ist aber als Ein-Mann-Unternehmen halt auch echt schwer. Ja, nochmal fettes Danke an euch, einen guten Rutsch an euch und ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes 2024. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Follow auf den Kanal, lasst ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.